Wir sind im Kanton Luzern. Hallo und herzlich willkommen zu den Highlights der zweiten Etappe der Tour de Suisse 2023. Heute geht es über 173 Kilometer von Beromünster durch das hügelige Mittelland nach Nottwil. Nottwil ja zum ersten Mal Etappenzielort einer Tour de Suisse. Und da warten auch drei Bergwertungen der dritten Kategorie. Eine in Schwarzenbach beispielsweise, 3,2 Kilometer lang, 6,4% durchschnittlich steil. Und dann noch einmal kurz vor dem Ende in Oberaarek, 3,3 Kilometer lang. Und zusätzlich gibt es drei Sprints, zwei davon ja mit Zeitbonifikation. Aber bevor es heute auf die Etappe ging, hat man einen verabschiedet, einen ganz, ganz großen, 1,98 Michi Scheer, der bereits 13 Grand Tours in den Beinen hat. Er beendet ja seine Karriere. Fabian Cancellara hat dies bereits getan, hat heute den offiziellen Startschuss erteilt. Dann ging es also um 13.10 Uhr offiziell los. Und die beiden Jungs konnten sich dann absetzen. Michi Scheer, den wir schon gesehen haben, und Nicolas Zukowski. Beide haben maximal 5 Minuten herausgefahren. 50 Kilometer vor dem Ziel waren es dann noch gute 2. Die Sprintwertung hat man hier einfach so mitgenommen. Aber hinten im Feld sah das ganz anders aus. Mauro Schmid hat sich die eine verbliebene Sekunde geholt und hat damit Wout van Aert diese Sekunde weggeschnappt für seinen Teamkollegen, für Remco Evenepoel, der dann beim zweiten Sprint höchstpersönlich diese eine Sekunde holte. Beide Sprints waren nur 1 Kilometer voneinander entfernt und die UCI sagt ja maximal 3 Sprints auf einer Etappe, aber der dritte, der muss noch auf sich warten. Erst einmal müssen wir auf diese Bilder eingehen, ein schlimmer Sturz, Cataneo verwickelt, Feline, Bowman, Michael Gogel, Marco Haller, also toi toi toi, dass da alle weiterfahren können und morgen wieder mit an den Start gehen. Jumbo Visma hat dann mit Sam Omen aufs Gaspedal gedrückt, sie haben hinten das Tempo gemacht. Na klar, heute für Wout van Aert, er hatte erst 13 Renntage in den Beinen und hat sich hier heute schon einmal testen wollen. 23 Kilometer vor dem Ziel war es dann geschehen, die zwei Spitzenreiter wurden wieder eingeholt. Immer wieder Jumbo Visma für Wout van Aert. Und natürlich auch FDJ für Arnaud Demar. Dann der letzte Sprint, 15,5 Kilometer vor dem Ende in Roswil. Den holte sich der Belgier. Es ging auf den letzten Kilometer. DSM für den jungen 20-jährigen Pavel Bittner. Eine perfekte Vorarbeit. Und dann hat Wout van Aert rechts den Sprint eröffnet. Die beiden Movistar-Profis Garcia Cortina und Alex Aramburu waren auch noch mit dabei. Aber auf der linken Seite kam dann der starke Biniam Girmay, der 23-jährige von Intermarché Circus Wonti, holt sich den Sieg auf der zweiten Etappe vor Arnaud Demar und Wout van Aert. Und da war der Jubel natürlich riesengroß im Ziel. Er holte heute seinen 11. Sieg insgesamt. Der 2. in dieser Saison. Der 3. auf World Tour Level. Und da war die Freude natürlich wahnsinnig gewesen. Hier die Top 10. Pavel Bittner am Ende dann auf der 4. Position. Peter Sagan, der Rekordsieger dieser Tour de Suisse mit 18 Etappensiegen, holte sich eine starke 5. Platzierung. Hier noch einmal die letzten Meter in diesem Sprint. Und der Sieger heißt Biniam Girmay. In der Bergwertung holte sich Nicolas Zukowski das Bergtrikot. Der beste Jungprofi heißt nach wie vor Remco Evenepoel. Wout van Aert trägt grün und das gelbe Trikot bleibt auf den Schultern von Stefan Küng, der gestern das 12 Kilometer lange Einzelzeitfahren für sich entschied. Er hat heute auch ein bisschen arbeiten müssen für seinen Sprinter, für Arnaud Demar, der ja auf Platz 2 reinkam. Und schauen wir auf den morgigen Etappentag. Die 3. Etappe über 143,8 Kilometer steht an. Es geht relativ flach los und dann folgt bei Kilometer 110 Bergwertung der ersten Kategorie, 13,5 Kilometer lang, 4,1% durchschnittlich steil. Wir fahren dann durch Aigle, durch das Sportzentrum und dann die Bergwertung, ebenfalls erste Kategorie nach Villars-sur-Ollon.
Das ist also das Tagesmenü morgen und dazu noch 3 Sprints. Und eins ist sicher, die Gesamtwertung wird morgen gehörig durcheinander gebracht. Es ist was für die Bergfahrer und wir würden uns freuen, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Und das Ganze erleben Sie natürlich dann auch wieder live bei GCN+.